Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Chroma Squad. Und wir kämpfen gegen einen genmanipulierten Superbär aus dem Internet. Ich würde sagen, wir machen einfach fertig. Und dann können wir uns um wichtigere Dinge kümmern. Mittlerweile habe ich ja ganz gut Leben und Verteidigung und sowas. Sollte also eigentlich nicht so das Problem werden. Außer er hat halt mega krasse Superattacken oder sowas, aber da gehe ich jetzt mal ehrlich gesagt nicht von aus gerade. Haben schon einen Schlag noch. Nein, schade, ich glaube, dann hätte ich ihn gehabt. Autsch. Komm schon. Mach mal hinne. Ich wünschte, man könnte die Geschwindigkeit ein bisschen einstellen oder so. So, Stufe 1 fertig. Ich habe wieder fast volles Leben. Und jetzt benutze ich mal vielleicht die Bazooka noch. Ich glaube, das mache ich. Ne, komm, einmal noch. Perfekt. Und jetzt die Bazooka. 34.000 rockt. Wir haben den schon ganz gut hochgezüchtet, unseren Mecha, kann man nichts sagen. Aber übrigens, der komische Sheriff ist nicht mit an Bord. Aber gut, was soll der auch machen? Alle Stationen sind ja quasi besetzt. So, nächste Stufe. Und wir haben wieder volles Leben im Prinzip. Finde ich gut. Der hat auch gar keine Chance. Komische Schmusebärchen da. Und er hat noch keine Superattacke eingesetzt. Gut, er hatte jetzt aber auch noch nicht so viel Zeit, das zu probieren mit so einer Superattacke. Wie viel mal durfte der jetzt angreifen? Dreimal oder viermal vielleicht? Deswegen sein wahres Potenzial werden wir nie sehen. Würde ich ihn vorher absolut fertig machen. Komm. Komm, noch eins. Schaffst du noch eins? Schade, das wäre sein Tod gewesen, sein sicherer. Aber weniger als 50% Wahrscheinlichkeit ist ja so eine Sache. Normalerweise habe ich da oder habe ich noch nie getroffen, wenn ich so dran denke jetzt. So, jetzt kommt seine Special Attack, aber Kollege, es tut mir leid, die kannst du dir in die Hutschnur stecken. Da hat er verloren. Mal gucken, wie viele Zuschauer wir jetzt insgesamt hatten. Eigentlich hatte ich ja noch einen Bonus, einen Audience-Bonus von meiner Agentur. Für eine Start-Audience, aber anscheinend nicht. Das finde ich jetzt aber nicht so geil. Krass. Sehr viele Fans haben wir verloren heute. Okay, die Agentur ist komplett scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Direkt mal eine andere nehmen. Wir brauchen ja unsere Audience. Und Fans brauchen wir halt. Fan Conversion. Na. Muss jetzt wirklich darauf achten, wirklich Fans beizukriegen. Die sind doch gar nicht so schlecht. 100% Audience. Mehr pro Folge. Probieren wir die mal. Also diese haben wir sowieso schon drin. Dann... Boah, das ist alles so teuer. Ich muss mich echt entscheiden. Fan Conversion Rate ist vielleicht gar nicht schlecht. Das hier ist wahrscheinlich auch nicht schlecht. Was nämlich... 450 Fans pro Episode oder 5000 Episode Starting Audience. Ich glaube, ich nehme das. Wieder eine E-Mail bekommen. Letztes Shipment. Ganz ehrlich, habe ich gerade irgendwie überhaupt keinen Bock zu lesen. Ach nee, wir kriegen eine Orange Box.
Mit Alien Cardboard drin. Cool. Moment, ich habe da noch für irgendwas, habe ich doch noch Alien Cardboard gebraucht, ne? Ja, genau, hier. The Dragon. Läuft. Jetzt habe ich doch alles soweit voll aufgerüstet. Ja, finde ich gut. Waffentechnisch geht da noch was. Hier haben wir irgendwelche Materialien, die ich nicht kenne. Energy Core. 87 plus 87 Leben. Na komm, ist egal. Brauche ich nicht. Meine sind eh besser, also scheiß drauf. Irgendjemand hatte doch noch, warte mal, wie sieht's denn gerade, warte mal, wir müssen mal kurz, genau, die Anzüge sollten wir vielleicht nochmal ersetzen. Ja. Nehmen wir mal neue Anzüge noch mit. Ordentlich Leben mehr, warum nicht? Sauber. Schuhe, braucht noch jemand Schuhe? Ich glaube bei... Genau, die hat die hier bekommen. Wegen dem Dodging, genau. Das war das. Nö, komm, dann lassen wir das einfach mal so. Ich will mir aber nochmal die Skills angucken. Es gibt ja neue Skills in jeder Stufe. Wir sind jetzt auf der letzten Stufe. Also einmal haben wir dieses Taurins Bravery oder Webshot. Ne, da bleiben wir bei Taurins Bravery. Verwandelt alle Heilsachen in Tötungssachen, sag ich jetzt mal. Was haben wir hier noch? Negative Effekte, bla bla bla. 70% mehr Schaden mit Bögen, das passt schon. Super Nerdiness, 25% Chance, dass Skills keinen Cooldown haben. Das ist natürlich praktisch. Und SWAT-Mode. Jede Range-Attacke haut alle haut das Ziel 4 Kacheln weit weg. 30% extra Damage. Ich bleib mal bei dem hier. Bei dem Nerdiness-Gedöns. Und wie sieht's hier aus? Marvelous Strength, Teamwork Attacks, 30% mehr Schaden, wenn ich dabei bin, also wenn der Rote dabei ist, oder... Wow, Global Audience is, Gain is increased by 20%, nehme ich sofort. Haben wir einen Zuwachs. 30% Attacke für 3 Runden, ist nicht schlecht. Und Heilung halt auch. Ja, das passt. Und hier haben wir... Der Skill hat, also der Dagger Skill hat keinen Cooldown, oder... Boah. Kettenblitz quasi. Kettenblitz nehme ich, stehe ich drauf. Talkshow, No Show. Ich glaube, die nehme ich. Sieht ganz cool aus. Mal eine andere Location nämlich. Chroma Squad was invited, bla bla bla. Also wir sind zu Rachel Lasers Talkshow eingeladen. Und bin gespannt. Wir sind ja voll die Stars und so, weißt du? Übrigens, das hier unser neues Studio, ziemlich geil, ne? Es war ein Tag wie jeder andere auch, bis Simon mit einer großartigen Neuigkeit ankam. Hey Leute, wahrscheinlich. Und was sagt er? Ja, großartige Neuigkeiten. Ihr kennt auch diese Talkshow-Tante Rachel Laser. Wir haben eine Einladung bekommen. Boah, das ist voll geil. Hier, unser roter Führer liebt die Rezepte von hier, alles klar. Wir sollten, also alle freuen sich, Fame zu werden, aber unser guter Ranger oder unser Sheriff sagt, dass es ganz doof ist, Fame zu werden. Wir sollten überhaupt nicht drüber nachdenken. Aber das hier könnte eine Möglichkeit sein, Gaga ein für alle Mal zu besiegen. Naja. Bin mal gespannt. Aber durch diese ganze Fanpower, die wir durch diese Talkshow bekommen, könnten wir vielleicht die Portale schließen.
muss halt nur noch diese Rachel Laser mitspielen, ne? Und dann können wir nämlich dort ein bisschen früher reinschleichen und unseren Audience Booster, der wurde ja umprogrammiert, da installieren und dann benutzen. Boah, das wird voll geil. Aber, das ist doch falsch, oder nicht? Ja gut, aber der Zweck heiligt die Mittel, oder wie war das? Guck mal, was ein schönes Studio. Guck mal, da hinten sitzt doch wieder ein Paparazzi. Ich sehe es doch schon wieder. Ja, komm. Da beschweren sich jetzt, dass das keine so gute Idee ist. Aber wie gesagt, Zweck heiligt die Mittel. Und alles läuft eigentlich wie geplant, bis irgendwie ein total nerviges Geräusch am Set zu hören ist. Irgendwas Repetitives und extrem Nerviges wahrscheinlich. Scheiße, ich hab's zu schnell weggeklickt. Dieser Sound macht was? Seem to vanish for a while and suddenly... Der Vorhang bewegt sich. Was sehen wir denn dann? Oh mein Gott. Das ist doch dieser komische Barney. Dieser Kinderdinosaurier. Und der macht ja tatsächlich auch das komische Geräusch und er dachte eigentlich, wir würden es alle total genießen. Ich kann es nochmal machen und nochmal, wenn ihr wollt. Ah, na tatsächlich ist es wirklich Barney, nur anders geschrieben. I usually stunt colored dinosaurs. Aber heute Nacht ist er nur für uns da, um uns zu unterhalten. Das ist aber sehr freundlich. Und da hinten sind natürlich schon wieder die Kameramänner und filmen den ganzen Quatsch und hier auch. Und wir müssen uns ziemlich beeilen, weil gleich geht ja die Talkshow los. Ich würde jetzt fast einfach mal sagen, wir chromatisieren einfach dieses Mal direkt. Dann teilen wir nämlich einfach ein bisschen mehr Schaden aus. So. Komm, fangen wir mal an. Nutzen wir mal mehr unsere Skills. Ich würde gerne... Soll ich den mal überrennen? Komm, ich versuch's einfach mal. Ah, so richtig viel Schaden macht das nicht, aber dann kann ich wenigstens mit dem Square House kicken. Ich würde halt eigentlich ganz gerne direkt mal einen töten, aber... Ja, müssen wir mal schauen, ob wir das schaffen. Erster ist down. Du stellst dich hier hin und machst Multishot. Ah, fast. Und dieses komische und das die Turtle mit den Stacheln, die kriegen wir jetzt hoffentlich down. Ja, perfekt. Die ersten Gegner sind schon tot. Das wird lustig. Bin mal gespannt, was der für eine Final Form hat. Da kommt bestimmt noch mehr als sein komisches, flauschiges Äußeres. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Will endlich, dass der Paparazzi seinen Kopf zeigt. Wahrscheinlich hat er es schon getan. Mir ist es nur wieder nicht aufgefallen. Ah, guck mal. Er hat eine Schrotze dabei. Schrotflinte. So, ein Schweinchen. Aber den Kettenblitz darf ich jetzt leider noch nicht verwenden. Schade eigentlich. Das wäre cool gewesen. Kriege ich mit einer Axt zurück direkt so ein Vieh tot? Nee, die halten gut was aus. Au! Und können auch gut was austeilen. So. Die einfachen Gegner sind alle tot. Guck mal, den kann ich doch jetzt aber umlegen, oder? Ja. Gibt es irgendjemanden, den ich heilen sollte? Wahrscheinlich am besten Lee heilen, aber die ist so weit weg.
So, und unser Sheriff macht das Vieh noch fertig. Läuft. Das ist ziemlich praktisch, dass wir den dabei haben, finde ich. Er sieht so ein bisschen aus wie der Master Chief von Halo. Ach, scheiße. Ich habe mal wieder nicht aufgepasst, was ich eigentlich machen soll, von den Instructions her. Aber dazu ist es jetzt leider ein bisschen zu spät. Wir hätten nämlich jede Runde dieses komische Vieh angreifen müssen, den Boss. Aber gut, von mir aus. So, jetzt versuche ich mal kurz was. Wir holen den jetzt erstmal alle Leute ran. Dann darf ich nochmal, glaube ich, oder? Ja, dann darf ich nochmal. Dann hole ich mir den Barney ran. So, dann Teamwork. 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 Scheiße. Und das Shit Wind hat ja schon was gemacht. Ich Depp. Voll verpeilt. Naja, macht nichts. Machen wir es jetzt nochmal. Will eigentlich keinen irgendwie Finishing Move machen, aber ich will jetzt erstmal Schaden bei den verursachen. Ach komm, machen wir Finishing Move. Oh, wir haben mittlerweile auch schöne so Capes um, habe ich gar nicht gemerkt. So, mal gucken, wie viel Defense du hast. Damit kann ich jetzt nämlich mal versuchen, ordentlich Schaden zu machen. Naja, nicht schlecht. Aber dafür hat er jetzt keine Energie mehr. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was das heißt, wenn ich nicht mehr so viel Energie habe. Scheiße, kann er ja schon tot sein. Wie kann Wind schon tot sein? Das gibt's doch... Nein, Moment, das ist nicht Wind, oder? Doch. Nee, das ist Lee. Verdammt. Aufstehen. Und weitermachen. Ich würde so gern mal diesen Kettenblitz benutzen, aber das dauert noch 2 Runden. So. Du rächst dich gleich mal mit dem Squarehouse-Kick. So, und jetzt kann man finishen. Sollen jetzt die zwei mal machen. Nein, der hat... Ach Mist, der hat keine Waffe im klassischen Sinne. Verdammt. Komm schon. Ich muss, glaube ich, noch die Minions killen, ne? Das sieht so krank aus. Das zieht sich immer wieder aus. Rennt irgendwo hin. Ah ne, die Minions sind schon grün. Alles klar. So. Du kriegst jetzt mal ordentlich auf die Mütze, Kollege. Den machen wir noch weg. So. Und der wird von 3 Leuten gefinisht. Locker flockig. Immerhin ein Ziel erreicht. Und er freut sich. Oh, jetzt kann er endlich... Was? Ach so, ich sehe aus. Also wir sehen den gleich draußen. Und ja, passt schon. Meckerkampf. Aber ich glaube, den Meckerkampf mache ich auch erst wieder nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.